Hi Leute, Winnie van Gogh von Bad Art Productions hier. Zum heutigen Dienstag habe ich mir ein paar Vorsätze gemacht, und zwar werde ich endlich mal versuchen, deutlich und ein bisschen motivierter zu sprechen, und deswegen mache ich heute auch gleich in dem Zusammenhang ein neues Tutorial, in dem ich euch die richtigen Rendereinstellungen für Adobe Premiere CS5 zeige. Da werde ich gleich drei verschiedene Arten von Videoauflösungen abdecken, und zwar einmal ganz normales. Manche würden es schon als altes bezeichnen, PAL-Video-Footage, das auch in Halbbildern ist. Dann einmal, weil auch gefragt wurde wegen Spiegelreflexkameras. Ich drehe sowieso generell auf Spiegelreflex, deswegen habe ich jetzt einmal in 720p und einmal 1080p, also Full HD. Und deswegen fangen wir auch gleich an. Also, wir fangen hier mit dem PAL-Footage an. Das habe ich jetzt hier in meinem Schnittfenster geschnitten. Und dann gehen wir auf Datei, exportieren, Medien. So, und dann natürlich immer schauen, dass die Medien oder die Sequenz angeklickt ist, dass man auch die richtige Sequenz exportiert. So, dann haben wir hier schon mal wichtig zu sehen, das Original und das, was dann rauskommen wird. Und dann sehen wir hier schon mal, das ist ein Fehler. Aber hier kann man dann immer schön vergleichen, wie auch die Qualitätsveränderung ist, wenn man das irgendwie kleiner machen muss oder so, weil man eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf oder so. Das heißt, hier hat man schon mal schön was zum Vergleichen. Dann, wie immer, der geliebte H264 Codec, wo auch ein schönes MP4 ein schöner MP4-Container rauskommt. Und dann können wir dafür eigentlich gleich ein Preset benutzen, und zwar einfach das PAL-DV Preset, und in dem Fall ist es eben 4 zu 3 PAL, also PAL-DV, und sonst noch Widescreen, wenn wir Widescreen hätten, aber haben wir nicht. So, also PAL-DV, ganz normal, High Quality, gut, ist halt PAL Quality. Dann können wir uns hier natürlich aussuchen, wo wir das speichern wollen, dann Video und Ton exportieren, und dann schauen wir uns hier die Videoeinstellungen an. Also PAL stimmt schon mal, das haben wir ja in Europa. Dann die Auflösung lassen wir auch so. So, jetzt zur Framerate. Die passt auch, oder wir können sie auf unser Original anpassen, wobei sie, denke ich, normalerweise automatisch angepasst wird. Sonst können wir hier unter Original nochmal sehen, 25 Bilder pro Sekunde, 25 passt. So, jetzt zu den Halbbildern. Also es kommt jetzt darauf an, was wir mit dem Clip machen wollen. Wenn wir den auf YouTube hochladen wollen, dann sind Halbbilder nicht das, was wir wollen, weil es gibt so eklige Striche, und das würden wir, wenn möglich, vermeiden wollen. Und deswegen können wir hier auf None, also Nein, und Progressiv, also Vollbilder. Das heißt, er wandelt dann, mal schauen, ob wir hier die Klappe irgendwo kriegen. So, hier sehe ich im Original Halbbilder. Richtig hässlich. Auf dem normalen Fernseher wird es natürlich richtig angezeigt, aber am Computer haben wir Vollbilder, und deswegen, in dem Fall würde ich es für YouTube hochladen, nehmen wir das so. Sonst, wenn wir es für eine DVD oder so exportieren wollen, dann gehen wir auf, schauen wir hier, was zuerst kommt, also Halbbilder, und Lower oder Niedrig, Unteres heißt unteres Halbbild zuerst, und dann müssten wir das so einstellen. Dann hätten wir das auch so, wie wir es in dem Fall nicht wollen. Also, wir wollen es für YouTube exportieren. Dann Standard 4 zu 3 Profil lassen wir alles. Dann zum Encoding, also wenn man jetzt nicht wirklich irgendwelche hohen Farbkorrekturen im Hintergrund laufen hat oder so, dann kann man auf VBR1 Pass auf jeden Fall lassen, wenn man irgendwie echt mal sich viel Mühe gegeben hat oder einen kurzen Clip für Video gemacht hat, für YouTube gemacht hat oder sogar Vimeo, dann sollte man vielleicht sogar VBR2 Pass nehmen. Da ist, wie ich auch schon mal gesagt habe, der Unterschied, dass es einfach zweimal dekodiert wird bei 2 Pass, und der sozusagen beim ersten Mal schaut, wie die Bitrate verläuft, und es dann gegebenenfalls anpasst, und dann hat man noch eine bisschen bessere Qualität, die man aber im Auge nicht wirklich sieht oder nur, wenn man es nur digital messen kann. Und dann Target Bitrate, also die Zielbitrate ist auf jeden Fall richtig eingestellt. So, das wäre es eigentlich zum PAL. Das können wir alles so lassen. Dann, ich würde immer empfehlen, in die Renderliste anfügen und nicht in die direkt in Premiere exportieren lassen, weil, beziehungsweise rendern lassen, weil dann kann man Premiere zumachen, und es läuft im Hintergrund auf jeden Fall viel stabiler, als wenn man Premiere offen hat, weil da kann man erstmal in Premiere nicht weiterarbeiten, und man kann man riskiert, dass es sich aufhängt, wenn man da irgendwie zu viel rumklickt. So. Dann geht unsere Medienliste auf, und da wartet es dann auf uns. So, zweites Video, was wir hier haben, ist, okay, hier ist unsere Medienliste, und dann hier auf Display, auf den Play-Button, und dann geht's los. So,
Dann zweites Video, was wir haben, ist auf einer Nikon D5000, meiner alten DSLR gefilmt. Das sind natürlich jetzt schon Vollbilder hier. Wenn wir hier draufklicken auf den Clip in unserem Projektfenster, können wir hier oben schon sehen, was der Clip für Einstellungen hat. Also hier 1 zu 1 Pixel, dann 24 Bilder pro Sekunde und eben 720p Auflösung. Wir haben unseren Clip geschnitten und wir gehen auf Datei, Exportieren und Medien. So, was ich gerne mache, ist, also wie immer, erstmal das Preset, also oder erstmal das Format hier H264 passt, dann das Preset, also noch zum Format, also diese Blu-ray-Einstellung brauchen wir nicht, außer theoretisch für eine Blu-ray-Produktion. Da kann ich auch mal ein Tutorial machen, wenn das irgendjemand interessiert, wie man Blu-rays macht oder bastelt mit Encore und so, wenn da irgendjemand wissen will, wie das geht, wie man Menüs macht, wie man die Zeitleisten definiert und so, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde dann bestimmt auch ein Video dazu machen. Gut, als Preset gibt es jetzt natürlich verschiedene. Ich würde in dem Fall gar nichts hier aus diesem HDTV-Zeug auswählen, sondern gibt es hier wunderbare Vimeo und YouTube Presets. Welches man jetzt eigentlich wurscht, das Vimeo oder YouTube HD in dem Fall. Also Vimeo ist ja 720p Vimeo ist 720p und YouTube ist sogar auch 720p. Gut, das ist jetzt auf den Clip angepasst. Ich würde sogar zu Vimeo tendieren oder tendiere normalerweise immer zu Vimeo, weil es doch ein bisschen kleiner noch ist von der Dateigröße, was ja vor allem für den Upload entscheidend ist, wie lang der dauert. Dann schauen wir uns hier die Settings an. Also der TV-Standard, ob NTSC oder PAL, ist egal, weil das heißt eigentlich bloß, ist eigentlich bloß für PAL-Auflösung in unserem Fall oder NTSC-Auflösung relevant. Bei uns ist es eigentlich total egal. Deswegen, weil wir ja auch eh Vollbilder haben. So, das hat bloß ein bisschen, also NTSC hat eine andere Bildfrequenz und oder eine Bildwiederholungsrate, da kommen mehr Bilder, ich glaube eben 29,7 oder so. Und statt 23,976 wie bei uns bei PAL, aber das ist bei uns, wie gesagt, wurscht. Dafür hat NTSC ein bisschen weniger Farben und so, aber das kommt am Ende aufs Gleiche raus, aber ist ganz egal. So, auf jeden Fall, was wir jetzt machen müssen, ist die Framerate natürlich richtig einstellen und da haben wir hier in dem Original sehen wir 24 Bilder pro Sekunde. Wir wollen da nichts umwandeln, wir lassen das einfach so, 24 Bilder pro Sekunde. Wir haben Vollbilder natürlich, wir wollen hier natürlich keine Halbbilder, das passt so. Wenn man es für eine DVD, obwohl es eigentlich auch unsinnig ist, also Vollbilder am Bildschirm oder am Fernsehbildschirm sehen genauso gut aus und das sieht man auch, gibt gar keinen Unterschied. So. Also wie gesagt, Vollbilder. Dann das Verhältnis sind natürlich quadratische Pixel, nicht wie bei PAL, wo sie schräge sind, rechteckige sind. Und dann zu den Bitrate-Einstellungen. Gut, ob man VBR2-Pass machen will, ist eigentlich wieder zeitabhängig. Wenn man nicht so viel Zeit hat, lieber gleich VBR1 nehmen. Ich denke, für YouTube reicht es auch, außer man hat eben, wie gesagt, irgendwelche speziellen Sachen, wo doch viel im Rechner ist. Dann ist also, wenn irgendwelche Color Corrections in After Effects exportiert sind über den Dynamic Link Manager und das ist ein 5-Minuten-Kursfilm ist, für den ich 2 Wochen gearbeitet habe, jetzt dann wäre schon sinnvoll, das gescheit zu machen, aber bei sowas halt auf jeden Fall ein Pass. Und dann Target Bitrate 8 bis 9 ist auf jeden Fall ausreichend. Dann Advanced Settings hier mit den Keyframe Settings, das ist eigentlich wurscht. Das würde ich einfach mal drin lassen, das hat optimiert jetzt ein bisschen für Streaming. Sonst, ja, ist das eigentlich, passt es so. Dann können wir hier theoretisch, was wir noch machen können, in der Metadata was reinschreiben. Ob das was bringt, ist natürlich eine andere Frage, aber wenn man hier irgendwie sich als Regisseur reinschreiben möchte, dann so, könnte man in die Metadaten noch was reinschreiben. So, dann gut, und apropos Audio, würde ich immer, gut, da kann man eh nichts ausruhen, AAC reicht und mehr als 256 Kilobit pro Sekunde braucht man auch nicht. Dann gut, Audio Quality auf HD ist bei Vimeo auf jeden Fall richtig eingestellt oder wird immer richtig eingestellt sein. Und das waren eigentlich auch alle Einstellungen. Dann können wir auf Q gehen. Und was ich nicht machen würde, ist die maximale Renderqualität zu benutzen, weil das ist wie bei After Effects, da geht die Bitrate einfach in die Ho Höhe und das ist nicht so sinnvoll. So. Kommt in die Liste und so. Und so mit dem
Mit dem Encoder können wir dann eben, wenn es encoded, oder wir können die Projektdatei speichern und zumachen und wir haben alles im Encoder und können starten und haben dann nicht noch den Arbeitsspeicher, der von Premiere selbst verbraucht wird. So, dann hast zuletzt dann eben nochmal ein HD-Footage, was ich mit meiner 600D neu gefilmt habe. Das ist ein kurzes Musikvideo mit meinem Cousin, was ich kurz in meinem Zimmer ausprobiert habe. Das war das erste Video, was ich mit der Kamera gemacht habe. Einfach mal so zum Spaß ein bisschen Zeitvertreib und die Kamera testen. Und hier wieder unseren Clip. Dann gehen wir wie immer auf Exportieren, Medien und er ist jetzt wie gesagt in Full HD gefilmt. Und jetzt müssen wir das Preset anders machen, also wie gesagt, immer das H264 als Format. Und in dem Fall können wir entweder wieder Vimeo machen, wie immer, nur haben wir dann nur 720p und wir können auch nicht mehr exportieren. Also das wollen die Einstellungen so nicht, die Presets-Einstellungen. Das heißt, wir können entweder das jetzt eben gecropped in 720p exportieren, was für YouTube meiner Ansicht und Vimeo nach auf jeden Fall ausreichend ist. Also ich weiß nicht, ob da jemand den Unterschied zwischen 720p und 1080p bei so einem kleinen Fenster noch sieht und Fullscreen, was schaue ich sowieso nicht an. Aber normalerweise und ja, ist halt die Frage, ob es das wirklich braucht. Also ich schaue 720p, denke ich, ist mehr als ausreichend. Aber wenn man eben, dann gehen wir hier auf 25 Bilder pro Sekunde und dann hätten wir es richtig eingestellt, dann würde ich hier aber mit der Bitrate dann doch ein bisschen hochgehen, dass er HD ist, da kann man theoretisch, wenn man bessere Qualität will, noch auf 10 bis 12 hochgehen, aber wie gesagt, die 8 bis 9 sind auch ausreichend, wie das Preset ist. Dann, wenn man natürlich das Full HD haben will, weil man es irgendwie auf eine Blu-ray brennen will oder so, dann oder was weiß ich, wo hochladen will, dann haben wir hier noch Presets von HDTV, die seht ihr HDTV 1080p und da müssten wir oder können wir gleich im Preset sehen, welche Framerate das hat und da wir vorher ja gesehen haben, dass es in dem Fall 25 Bilder pro Sekunde sind, können wir das gleich hier richtig auswählen. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal die Einstellungen an. 1920 mal 1080 Pixel passt, 25 Bilder pro Sekunde, hier passt alles. Mit der Bitrate würde ich allerdings auf jeden Fall runtergehen, das ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Da sind 12, 14 auf jeden Fall mehr als ausreichend. Dann sehen wir, Output verändert sich auch nichts, ist schon eine gleiche Qualität. So, und ja, das war's soweit von mir. Wenn es noch irgendwelche Fragen zu den richtigen Einstellungen gibt, dann ja, schreibt es in die Kommentare. Was ich jetzt noch vergessen habe, was ich noch zusätzlich sagen wollte, weil eben noch generell DSLR-Workflow angefragt wurde. Ich werde auch jetzt irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, den ganzen Workflow, den ich habe, von Shooting bis dann Ende Postproduktion, also Postproduktion, DVD-Produktion, aufnehmen oder eben zusammen als größeres Projekt machen. Aber nur kurz vorneweg, wenn ich jetzt anfange für DSLR zu schneiden, dann muss ich am besten gleich schon mal wissen, was meine Rohdateien sind, was die für welche Framerate die haben und welche Auflösung und so. Und wenn ich das weiß, kann ich mit der Datei neue Sequenz eben dann auch die richtige Sequenz einstellen. Also, was ich auf jeden Fall machen würde, weil sonst gibt es eben Frameskipping und hatte so Schmarrn, dass wir nicht wollen. Und wenn ich eben jetzt hier mit den neuen Canons, sind es auf jeden Fall immer 25 Bilder pro Sekunde, dann habe ich hier nämlich schon in Premiere CS5 einen digitalen Spielreflex Preset-Ordner, wo eben diese ganzen Auflösungen drin sind. 720p für Nikon und hier 50 Bilder pro Sekunde, wenn ich mit Canon aufgenommen habe, oder hier die 1080p und 25 Bilder pro Sekunde, die Standard für Canon sind. So und 30 eben auch noch, wenn ich eine amerikanische Canon hätte. So und die würde ich auf jeden Fall nehmen, wenn ich hier mit DSLR irgendwas machen möchte und die gleich am Anfang auswählen. Dann noch eine Sache, eben wie gesagt, was als kleines Workaround, was ich nämlich jetzt eben bisher immer früher das Problem hatte, war oder machen wollte, ist, dass ich direkt in 720p geschnitten habe, aber nicht wie hier in den Presets nur 24 Bilder pro Sekunde hatte,
nur 24 Bilder pro Sekunde habe, aber 25 Bilder pro Sekunde wollte und kann das dann aber, wenn ich das Preset hier ausgewählt habe in den Einstellungen, hier nochmal auf der Timebase auf 25 Bilder pro Sekunde umschalten und dann hätte ich hier eine richtige Sequenz in den Frames per Second, die ich möchte. Das ist nur das kleine Workaround für Leute, die in 25 Bilder pro Sekunde schneiden möchten oder müssen. So. Also, das wäre es jetzt endgültig von mir und wie gesagt, wieder sonst, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, wie zum Beispiel deutlich sprechen oder deutlicher sprechen oder irgendwelche Vorschläge, was ich mal für ein Video machen soll. Also, ich kann eigentlich relativ quer schon einige Sachen beantworten. Also, wenn es da irgendwelche grundsätzliche Fragen gibt oder so, oder auch mal, werde ich mich sonst auch mal informieren, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und bis dann, ciao. Kann ich so ein Bild hier nicht mehr verschieben, passt so. Und das ist nämlich auch wichtig, weil wenn man eben so speziellere Sachen machen will, wo dann eben dieser Header und das.